Herzlich willkommen im Oculus. Wir haben es doch geschafft in den Oculus. Ich hätte nicht gedacht, wir müssen jetzt erstmal abwarten, ob alle auch drin bleiben. So, wir bekommen hier die erste Quest. Erstmal abwarten, ob auch wirklich alle drin bleiben. Kann ich mir gar nicht so vorstellen. Aber, naja, wir werden es sehen. So. Oculus ist eine etwas speziellere Inni, da der Endbosskampf nichts mit dem Charakterkönnen zu tun hat, sondern einfach nur, ihr werdet es ja gleich sehen, beim Oculus sucht man sich einen Drachengleich aus, nachdem man den ersten Boss besiegt hat. Auf dem fliegt man dann die ganze Zeit zu den einzelnen Stellen hier im Oculus rum. Und auf diesen Drachen kämpft man dann auch gegen den Endboss. Wie wär's mal hier mit Drachen killen, platt machen? Ja. Es ist schon geil, unterwegs die Drachen einfach stehen zu lassen. So. Alter, mach doch mal den scheiß Drachen da hinten platt. Der ist 80 geworden, gerade eben. Nicht, dass er jetzt auf einmal abhaut. Dann haben wir ein Problem. Dann war das mal ganz schnell Oculus gewesen. So, hier ist der erste Boss. Trakos, den Befrager. Haben wir hier. Die Gefangenen kommen nicht frei. Maligos Wort ist Gesetz. Ich verurteile euch zum Tod. So, hier muss man dann weglaufen. Alter Schwede. So, einen Dolch, den brauchen wir nicht. So, hier können wir jetzt die erste Quest abgeben. Bekommen einen Ring. Nein. Naja. Und es war so klar, der Tank ist abgehauen. Aber das Gute ist, man kann das Ganze auch ohne Tank machen. Hier bekommt man einen grünen Drachen. Da ist der nächste abgehauen. Was führt euch hierher? So, wir haben jetzt hier einen grünen Drachen. Den kann man herbeirufen. Da oben ist zum Beispiel ein Boss. Da ist noch ein Boss. Und jetzt muss ich gucken. Wo ist der Endboss? Also da drüben ist noch ein Boss. Da ist Konstrukte. Und der Endboss ist da oben, kommt der dann. Ja, ist jetzt etwas blöd. Wir sind nur noch zu dritt. Das ist halt wirklich das Problem beim Oculus. Die Leute, die wollen kein Oculus, weil Oculus für die Leute langweilig ist.
Oder vielmehr, die Leute mögen Oculus nicht. Na toll. Na toll. Na toll. Und wir sind tot. Ja, das bringt nichts. Dann gehen wir hier raus. Wahrscheinlich werden wir Oculus keine Einladung mehr bekommen. So, Geist freilassen. Und das Blöde ist, es ist einer jetzt noch in der Gruppe drin. Dann kann ich euch mal zeigen, wo der Eingang zum Oculus ist. So. Und zwar, wir sind hier in Kaltara. Nexus waren wir ja auch schon gewesen. Nexus Eingang ist hier unten. Da unten geht's zum Nexus rein. Wir wollen aber zum Oculus. Und zwar ist der Oculus hier. Der Eingang. So. Ich schreibe noch mal nichts zu warten, Komma, hauen ja immer alle aus dem Oculus ab. So, gut, da habt ihr jetzt mal so einen kleinen Einblick in Oculus gekriegt. Es ist halt wirklich blöd. Man bekommt Innie Invite und alle hauen aus dem Oculus ab. Also, ich sag mal, so schlecht ist die Innie nicht. Naja, muss jeder selbst wissen. Ich zeige jetzt noch mal kurz hier neue Quests, die aufgegangen sind. Einmal hier. Kriegsvorbereitung, da werden wir nach Eiskrone geschickt. In Eiskrone ist zum Beispiel die Eiskrone-Zitadelle. Die letzte der Raids. Hier ist die und hier in die Eiskrone werden wir geschickt. Hier bekommen wir eine Quest, wo wir ins Scholasar-Becken kommen und wieder Hammett Nessingberry helfen müssen. Hier ist es Scholasar-Becken. Es gab noch eine Quest. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Und zwar, ich guck gerade mal hier drin, ob das diese Quest ist. Ja. Es ist Shufti Vickers. Das ist unterirdisch. So, wir können mal kurz unterirdisch gehen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal geht's hier runter. Einmal geht's hier drüben runter. Und wir sind hier auf der Schattenseite. Wenn man angeln möchte, zeige ich auch mal kurz. Angeln kann man hier auf der Seite. Im Wasser, da kann man auch ein Haustier angeln, Kanalratte. So, die Wicker sucht Gurtok im Amphitheater der Agonie in Sultrak auf. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Gut. Das hätten wir auch gesehen. Und dann ist hier drüben noch eine Quest. Luxusreise. Sprecht mit Jär Funkelsock am K3 in den Sturmgipfeln. So. Hier ist aus. Kanalisationsausgangsrohr, da kann man raus aus Dalaran. Das war auf der anderen Seite, was ich euch noch zeigen wollte.
So, und zwar hier drüben ist auch ein Kanalrohr. Hier ist der Schwarzmarkt. So, hier kann man Giftverkäufer, Werkzeuge des Handwerks und hier Reagenzien und Magiewaren. Hier zum Beispiel gibt es geisterhafte Schädel. Das ist ein Haustier, was viele im Auktionshaus, ich sag mal, teuer verkaufen. Hier bekommt man es für 40 Gold. Also nicht drauf reinfallen im Auktionshaus, keine Ahnung, 500 bis 1000 Gold dafür ausgeben. Einmal hier in Dalaran runter, 40 Gold, zack, hat man das Ding. Ist allerdings Level 1, wenn man es als Kampfhaus hier benutzen möchte. Daher, ja, muss man dann halt selbst hochleveln. So, was machen wir denn mit der angebrochenen Folge? Wir können mal fliegen. Und zwar fliegen wir jetzt mal nach Eiskrone. Dann zeige ich euch mal den Agentums Turnierplatz, heißt es, glaube ich. So, da sieht man also hier ist noch Kristallsangwald und hier fängt gleich Eiskrone an. Eiskrone Eisenwalddamm. Aufpassen, hier in Eiskrone sind eine Menge Elite-Gegner. Sollte man schon ein bisschen aufpassen. So, Agentum-Turnierplatz ist hier oben. Gut, wir haben jetzt leider nur ein langsames Flugmount, aber wir kommen da schon hin. Hätten wir die eine Quest angenommen, wo wir nach Eiskrone geschickt werden würden, wären wir auf diesem Luftschiff gelandet. Das Luftschiff hier ist Horde. Die beiden bekämpfen sich die ganze Zeit. Ja, stehen in Konkurrenz. Wenn man in die Eiskrone-Zitadelle geht, hat man auch einen Bosskampf bzw. Event, wo man auf diesem Luftschiff kämpft. Da vorne sehen wir auch schon den Agentum-Turnierplatz, den Anfang. So, hier gibt es einen Raid und eine Inni. Oder gibt es mehr? Ne, einen Raid und eine Inni. Ist aber gleichzeitig auch Questgebiet. Nur, dass man mal so einen kleinen Einblick hier kriegt. Hier ist zum Beispiel Prüfung des Champions als Inni. Hier ist der Eingang für also Prüfung des Champions ist der Eingang hier auf der Seite. Hier ist Prüfung des Kreuzfahrers, ist Raid-Instanz, genau. Hier bekommt man später Quests, allerdings erst mit Level 80, glaube ich. Vorher kann man hier oben gar nicht questen. Das wurde erst später hier eingefügt, in Raid of the Lich King. Als man Level 80 war und man musste Holz sammeln, man musste Steine sammeln. Das hier war am Anfang noch ein Aufbaukonstrukt. Und je mehr gesammelt wurde, umso schneller wurde es freigeschaltet. Oh, wir können hier sogar eine Quest annehmen.
Sprecht mit Arcanis Tales beim Agentum-Turnierplatz, um euch für das Turnier anzumelden. Ja, aber natürlich. Da ist Thrall noch Kriegshäuptling gewesen. Natürlich, Tyrion. Ich entschuldige mich für seinen Ausbruch. So etwas wird sich nicht wiederholen. Wenn ihr mir bitte folgen möchtet. So. Dann, Flugpunkt brauchen wir noch. Gut, dann würde ich sagen, hier zum Beispiel spielt sich das alles ab. Das ist gleichzeitig für die normale Instanz als auch für die Raid-Innie. Man kommt hier rein, kämpft gegen andere. Man muss also sich nicht durch ewig viele Trash-Mobs durcharbeiten, sondern man bleibt einfach hier drin und kämpft gegen die ganzen Gegner. Ist eine der entspannteren Innies und Raids. So, ich würde dann sagen, ich begebe mich hier rein. Hier kann ich dann die Quest abgeben, was wir allerdings erst nach Prüfung des Champions machen. Ich melde mich jetzt nochmal nur für Prüfung des Champions an. Oculus, wie gesagt, haben wir ja gesehen, bringt nicht viel. Wir werden Prüfung des Champions machen und danach werden wir bis Level 80 den Rest hier auf dem Agentum-Turnierplatz questen. Daher bleiben wir jetzt einfach hier. Die Quest werden wir als allererstes abgeben, wenn es wieder ans Questen geht. Ja, tut mir leid, dass es mit Oculus nicht so geklappt hat. Ich habe es ja vorher schon befürchtet gehabt. Und naja, müssen wir mit leben. Ich könnte jetzt noch mich wahrscheinlich zigmal für Oculus anmelden und würde trotzdem jedes Mal, dass die Innie vorher abgebrochen wird, weil die Leute abhauen. So, dann danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss.